Ja, hallo. Und willkommen zurück. Wir gucken jetzt da mal hin, was wir da so gesehen haben. In der letzten Folge. Was das so Schönes sein könnte. So, erstmal die Ansicht. One long schnoz, built for sniffing. Na. Mit dir. Tod allen Marienkäfern. Na komm. Gut, wir müssen da hin. Da irgendwo in diese Richtung. Geh mal weg, mein busseliger Freund. Okay. Wir müssen. Da. Ja, es geht hier oben irgendwo lang. Die Schnur. Hier zwischen, da hinten müsste es sein. Das darauf gesetzt? Ich weiß es nicht. Da. Ich das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sowas kann ich nicht bauen. Na komm. Nimm mal, Freund. So, wir müssen da irgendwie rüber. Jetzt mal da hoch. Wird schon wieder so enden. Hey. Ah. Ist das? Na. Jo, sehr schön. Bin stolz auf deine. So, nicht mal Freund. Ich hau ab. Komme ich da überhaupt rüber? Komme ich erstmal da hoch? Muss ja irgendwie da hochkommen. Ja, ich muss mir erstmal was bauen. Gibt es hier irgendwo Ton? Hier sind stinkige Käfer. Ich müsste es Ton geben. Bauen wir uns einfach nochmal eine Leiter hoch. Ja. Wie soll ich die tauchen? Moment, haben wir irgendwo einen Grasensprenger? Müsste es doch irgendwo Ton geben. Oder irgendwie was. Womit man da relativ einfach hochkommt. Herzlich willkommen. Viel. 12. Wird wieder dunkel? In dem Bereich ist Dunkelheit nicht das Problem. Und zu meiner Erfahrung. Hier ist es relativ einfach. An sich, egal was hier ist, es ist erstmal noch nicht so gefährlich. Zumindest nicht mit meiner Ausrüstung. Wow, hier ist ja richtig viel Ton drin. Hat sich ja gelohnt.
Ja, ein bisschen die Mücken hier, das ist auch so ein. Muss man schon wissen, wie man seinen Arsch tritt. Das ist sinnvoll, ne? Effektiv halt. Gucken wir da erstmal hoch. Weggeboostet. Komm her. Na komm. Hier, dreckigen Hackwerkzeug. Ach, das ist eine große Kleepflanze. Zack. Ich aber hab hier schon wieder Ton gesehen. Ist man schön auf der Reise und es wird schon wieder dunkel, ne? Ah, das sollte jetzt schon langsam reichen, sich da hochzubauen. Die Sezierten. Ja, dann werden wir jetzt wieder zurück. Nehmen wir das Ding da noch mit. Das wird da eigentlich reichen. Haben wir jetzt 33, 36, ja, reicht. Das wird der billigste Weg nach oben, ne? 42, 20 Treppen. Ah, im Ernst, das sollte an sich reichen. Was ist das? Was ist dem? Kann ich jetzt hier eigentlich bauen? Ja, ich kann nicht bauen, das ist das Schöne. Einfach mal so halb überlappend machen. Nee, das F umstellen. Das wird mich jetzt echt mal interessieren. Ich finde es auch mal wieder schön, wenn man schwebende Sachen hat. Finde ich mal wieder klasse. Was bist du? Bürgelflagge. Was ist das? Flagge. I'm holding raw science in my hands. What does it even mean? Flagge, also okay. Guck mal, wie weit wir hier hinkommen. Was bringt mir die? Wie weit wir kommen? Wie viel haben wir noch? Jetzt was haben wir noch? Oder ich baue. Oder ich baue. Funktioniert noch nicht, ne? So.
hier oben irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Naja, das Bauen funktioniert noch nicht so ganz, ne? An gewissen Stellen. Dann reicht das? Hier oben ist ja nichts. Komm. Diese Zeit verschwenden. Eine Bürgelflagge. Was bekomme ich, wenn ich alle habe? Kann mir auch keiner sagen. Okay. Wir können hier vorne gleich schlafen gehen. Bürgelflagge. Hey, Fid. Ja, ich muss das Ding mit der Hand verprügeln und mit Glück haben, dass ich dann das Trinket spielen kann. Einfachster Angriff, den ich habe. Das Marie. Käfer. Tod ein Mariekäfer. Ja, komm. Das ist hässlich. Hässlich ist auch wieder da. Durchgeschlafen haben. Wenn wir uns mal um die Läuse kümmern, dass wir die vielleicht mit der Hand, dass wir die mit der Hand verprügeln. Ja. Muss echt viel Glück haben, dass er beim ersten Mal. Ist jetzt nicht, was noch weniger Schaden macht. Dann und dann müssen wir morgen schlafen. So, erstmal einen schönen Läusebraten. Not bad. Ja, damit man das Zeug nicht spammen kann, ne? Ja, ist ja klar, deswegen gibt es ja einen Cooldown. Muss ja richtig viel Glück haben. Muss ja irgendwo Wasser rumoxidieren. Da oben. Voll. Warte, hier war doch irgendwo Wasser. Ah, da. Gib mir Wasser. Trinken, trinken, trinken. Gib. Voll. Müll. Müll. Ah, das müsste man noch stacken können, ne? Das wäre cool. Hässlich ist auch wieder da. Nachgucken, was so der Mindestschaden ist.
Wir könnten ja jetzt losgehen, erstmal Basis bauen. Beziehungsweise den Vorhof. Ich würde schon bald sagen, wir steigen da mit der Leiter ein. Und dann würde ich gerne mal testen, wie schön man die beklauen kann. Das würde ich gerne mal testen. Dann sage ich ja so, wir müssen das Vieh einfach... Nein. Einfach mal testen, wie man das Ding studieren kann, um es sinnvoll zu töten. Sehr geil. So, können wir da schon wieder irgendwelche Tränke machen? Öko-Power, 4 Sprösslinge und das Zeug. Wie viel haben wir noch an Öko-Power da? Den Muskelfizierten. Du bist voll. Na dann. Öko-Power, Muskeln. Extra Gesundheitsbonus. Naja. Die sind gar nicht so schlecht ausgestattet, ne? Aber ich müsste wieder gern davon mehr haben. Was sagt jetzt meine Kiste? Hier ist nicht viel, hier bin ich voll. Gut. Dann werden wir jetzt das angehen. Oh, ich muss niesen. Oh. So, erstmal eskalt niesen. Ey. Dann werden wir uns da erstmal ein bisschen heimisch machen. Dass wir da auch irgendwie besser wegkommen. Zack. Sollte reichen. Das wird unsere heutige Tagesaufgabe werden. Und dann werden wir die einfach mal studieren. Ach, siehste, Material mitnehmen für Leiter. Blaue, oder? Leiter. Ja, Leiter. Kommen wir am einfachsten rein und raus. Was brauchen wir für Leiter? Ich glaube... Das können wir alles runterwerfen? Das ist nicht das Problem. Herstellen. Leiter, wo bist du? Auf jeden Fall nicht. Nee, du willst hier auch nicht? Dann halt hier. Hier müsste eigentlich Leiter sein. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Eichelkappen. Eichelkappen habe ich oben. Nehmen wir mal ein Stack mit. Nussschale. Ein Stack reicht. Köder. Was macht eigentlich meine Lockfalle? Lockt die schon fleißig an? Oder ist sie mittlerweile schon perma kaputt? Die habe ich doch, glaube ich, hier vorne hingestellt. Ich glaube, die ist Pain. Egal, wir werden jetzt da hinten erstmal hin. Dann werden wir uns da häuslich niederlassen. Erstmal werden wir ein paar Stängel runterschmeißen. Bin ich ja völlig falsch. Naja, ich werde nicht so rumrennen, ich werde ja so rumrennen. Ich werde ja zur Flasche.
Ja. Na. Ja. Voll Goblins. Größere Viecher töten, wo ich auch definitiv stehlen kann. Oder ich muss weniger Schaden machen. Du bist schon Geschichte. Nee, infizierte Fliegen sind nicht geil. Uns da erstmal ein Häuschen einrichten. Er hat schon ein bisschen Aua gekriegt, aber ist nicht schlimm. Jetzt kriegen wir hin. Aber gehen wir runter, killen erstmal alles da unten. Und dann mauern wir da unten uns erstmal zu. Dass wir denn hier irgendwo hochkommen. So, dann machen wir erstmal alles kaputt, was da unten rumfleucht. Relativ egal, oder? Aber von da wäre das Einfachste. Dass wir uns hier einfach niederlassen. Wir machen jetzt hier erstmal ein Fundament. Wie weit können wir reinbauen? Dass wir es maximal ausnutzen. Weil ich hier quasi... Davon. 39. Ja, können wir uns da nicht noch was hinstellen? Nee, da ist zu. Hey Kumpel. Hey Kumpel, das funktioniert so nicht. Nein. Oh nö. Stellen wir erstmal um. Kriegen wir dich eventuell gebaut? Nein! Naja, dann gute Reise. Ja, ich mag das nicht, wenn das schwebt. Alles angefasst, ne? So. Jetzt machen wir hier hin. Naja, wir müssen aufpassen. Die Eier hat noch eine ganze Menge rum.
Wie haben wir jetzt noch? Ey, das geht einem hart auf Eier. Das geht einem wirklich hart auf den Sack. Mein Zeug reicht dafür. Nö. Egal, wir fangen jetzt, machen jetzt mal weiter. Dass wir ein bisschen was schaffen. Habe ich normale hohe Pilzwände? Hier. Wichtig ist auch Sichtschutz. Nee, das müssen wir umstellen. Jetzt haben wir einen Sichtschutz. Wir müssen noch ein bisschen Ton haben. Wollen wir uns hier eine Tür einbauen? Weiß es nicht. Türen. Wo haben wir denn Türen? Ah, brauche wieder Eicheschalen für. Habe ich gerade nicht mit. Das Fundament weiterbauen können. Ja. Ja, wir müssen so ein Material anschaffen. Aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Und ich sage jetzt mal bis denn und ciao.